Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 Cinders Mod. Mit dem Ritter mit dem Helm auf dem Kopf. Helm, ja. Mit dem Eimer auf dem Kopf. Ist die Frage: Machen wir den klassischen Weg hier lang? Oder gehen wir zuerst zu dem freundlichen Mann mit dem Käfig auf dem Kopf? Bei mir ist heute alles falsch. Käfig auf dem Rücken. Ist halt die Frage. Kommen sie runter. Was machen wir zuerst? Wir werden eh alles machen. Oh mein Gott. Leute, 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 Leute. Oh. Oh mein Goodness. Du kleiner, du. Hey, was liegt da? Loot. Loot, 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 Loot. Was? Ach ja, da unten war ich auch noch nicht. Mann! Habe ich jetzt alles übersprungen? Hä? Ach ja, cool. Habe ich jetzt voll übersprungen? Wollte ich gar nicht. Da drüben wollte ich eigentlich hin. Tja, machen wir da. Holen wir uns zuerst hier unten das Bonfire. Falls es noch da ist. Rubbish. Rubbish, rubbish. Immer die Deckung oben behalten, Leute. Ja, einmal das Bonfire. Bonfire. Dann. Genau, müssen wir hier hoch, um den Pyromanten zu befreien. Dessen Namen ich nicht mehr weiß. Da. Ah ja. Aha. Cornix. Ja. Ja, natürlich. Vielleicht ist was Gutes dabei. So, Cornix und Cornix Gewandung haben wir schon mal. Sehr gut. Was gibt es jetzt hier noch Schönes? Hier war immer so ein großer. Ah, da ist er ja. Ist immer noch da. Alter, reg dich ab. So. Blunt Gem. Dann gibt es hier noch den Gehängten. Den Fire Clutchering. Der ist normalerweise hier. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier auf mich wartet. Kein Fire Clutchering. Hätte das gedacht. Schrei. Okay. Gut. Da haben wir echt viel übersprungen, was ich echt machen wollte. Ich wollte nämlich auch noch zu dem freundlichen Mann mit dem Käfig auf dem Rücken. Da werden wir jetzt auch schnell hingucken. Komm. Wir haben ja Zeit. Es gibt so viel zu entdecken. Hinterhalt.
Hinterhalt. Kein Hinterhalt? Ich dachte schon. Alter, was ist mit den Hunden los hier? BSE. Hundepest. Tollwut, Rinderwahnsinn. Alles zusammen. So, mein Freund. Du nervst nicht mehr. Dein Kamerad nervt auch nicht mehr. So. Ach, da vorne ist noch einer. Toll. Gesehen, der hat voll durch mich durchgeschossen gerade. Voll der Fehler im Spiel. Aha. Also die. Also wirklich. Wie stirbt man so? Hä? Naja. Einmal schnell heilen. Oder zweimal. Ah, la 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 la. Was ist mit euch los? Du tust mir nichts, ne? Nee. Ach ja, da war ja auch so ein... Wie nennt man das? Uiuiui, ui, ui, kleiner Mini-Gwin. Du willst also Blitze? Kannst du haben. Alter, ja, heil dich ja. Viel zu langsam mit deinem Blitzen. Okay, der tat weh. Der tat weh. Haha! Was sagst du nun? Nomade. Gut, schnappen wir uns noch das Zeug hier und dann ab in den Käfig. So. Ab in den Käfig. Eine kleine Katze, wer die noch nicht kennt. Mit Leichen drin kenne ich sie ehrlich gesagt nicht. Wie soll ich da noch Platz haben? Aber hey. Was soll's? So, Junge, steh auf. Wir haben nicht den ganzen Tag. Wurde mir auch gesagt, den Schlüssel schaltet man frei, indem man einen Mini-Boss fightet. So ein Wikinger mit zwei Äxten. Ich krieg gerade nicht ein, wie er heißt. Das werden wir jetzt gleich machen. Sollte nicht so schwer sein. Oh Gott, sind da viele Hunde. Komm her, du. So, hahaha. Ha, ha. Alter.
Komm her. Geh weg. Das waren die Sonnenlichtmedaillen, glaube ich, oder? Da müssen wir jetzt genug haben. Ah, ich freue mich schon auf das neue Wunder. Ah, ja, genau. Wir müssen Faiths leveln. Es ist ja ein 60 Faith Wunder. Also Leute, die nächsten Punkte gehen wieder in Faith. Mal sehen, vielleicht level ich auch offscreen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass das Wunder dann so stark ist, dass wir gar nichts anderes mehr verwenden. Zack. So, den Herrn da noch. Bitte einmal voll heilen und dann kommt der Miniboss. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wie der heißt, aber er kommt auf jeden Fall von hier, wo er jetzt nicht ist. Er wird gleich spawnen. So, jetzt nämlich. Abo. Gott. Lass mal die Musik. Viel zu spät. Lalala. Alter, was? Oh Gott. Voll unterschätzt, ne? Den guten Arbor. Den machen wir noch in der Folge. Gibt's kein Wenn und Arbor. Das gibt's ja nicht. Das rollt ja auch noch. Stirb. Stirb. Nein. Stirb. Ja. Oh, jetzt kriege ich die Träne wieder, ne? Oh Gott. Soul of Arbor. Jo Leute, damit würde ich sagen, ist die Folge zu Ende. Danke fürs Reingucken. Guckt auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Vergesst nicht ein Abo dazulassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ein Like wird euch nichts kosten und würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss, euer Thalis.